Hallöchen Leute und willkommen zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Beim letzten Mal haben wir uns hier das Hylia-Schiff geholt, haben Colleen gerettet auf der Ebene von Hyrule. Ja, und wir sind nun endlich auf dem Weg zum Feuerburg hoch, in den nächsten Dungeon. Da gehen wir auch gleich mal schnurstracks hin. So, dieser Weg hier oben ist leider nicht so ganz ungefährlich, denn es gibt immer noch ein paar Goronen, die meinen, die können uns hier einfach wieder zurückkicken. Und das denken sie auch bloß, dass sie das schaffen. Hey. Ja, guck, da oben kommt schon der nächste. Hep, toll. Mann. Dann gehen wir halt hoch. Es dürfte aber nicht lange dauern, bis hier gleich der nächste anrollt, gell? Genau. Und tschüss. Schon weg mit den Eisenstiefeln, können wir weitergehen. Hier noch ein paar Geysire, aufpassen. Könnte wehtun, haut uns um. Oh man, die blöden Goblins da oben. Die laufen mich schon mit ihren blöden Pfeilen. Nur ein kleines Hindernis, das überwindet man doch ganz, ganz lässig. So, wieder ein paar Geysire. Es müsste normalerweise kein noch mehr kommen von den Goronen. Genau, aber hier schon wieder ein Goblin. Der nervt mich wieder. Toll. Ich wollte doch noch Herzen haben und nicht hier gleich reingehen. Da stehen ein paar Goronen, wie wir sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da oben. Ja, ja, die haben uns, glaube ich, schon gesichtet. Und ich glaube, da verpetzt uns jetzt einer. Was nämlich gut ist, wir haben hier nämlich die Schildattacke mitgenommen. Hep, hep, hep. Au, au, au. Ich will hier auf den Goronen hoch. Toll. Aber ich stehe noch drauf, das ist sehr gut. Flunk. Auf einmal kam hier ein Stein angeflogen. Wieso stehe ich jetzt wieder unten? Nein! Verdammt! Das ist ja mal wieder unheimlich. Wahrscheinlich eine Art traditionelle Begrüßung am Feuerwerk. Hehehe. Nein, ist nicht. Toll. Geh mal da hoch. Hallo. Komm, hau drauf. Geh zurück. Einmal auf dich drauf gehen und einmal bitte nach oben. So. Mag den Geist hier nicht. So, hau drauf. Geh zurück. Und wieder mal hoch. Ist relativ easy hier hoch zum Kommen eigentlich. Außer man stellt sich so blöd an wie ich gerade. Hep, einmal rüber. Irgendwie spackt hier meine Karte gerade rum, aber egal. Die brauche ich eh nicht. Die tue ich jetzt auch wieder weg. So, dann geht's. Oh nein, oh nein, oh nein. Das war ja irgendwie klar. Ah. Komisch. Es geht nicht über ein Freiluftbad. So ein frischer Felsen zum Abendessen. Schmeckt im Bad gleich auch noch einmal gut. So gut. Komisch, die tun uns auf jeden Fall mal nix. Da drüben würde es was zum Einkaufen geben. Das brauchen wir aber nicht. Ach genau, da komme ich wieder hoch. So, einmal bitte nach oben. Genau, klettert doch nach oben einfach. So. Bisschen weiter. Na komm, mach mal schneller. Ich will jetzt nach oben, ich will endlich... Ach genau, dich will ich doch hier. So. Hier runter. So, komm, lass mich hoch. Ja, aber in die Richtung bitte. Danke. Und alle, hopp. Man könnte entweder so machen, hier durch. Oder man wartet einfach, bis die Geysire weg sind. Jetzt muss ich aber aufpassen, weil ich glaube, nach dem Kurve hier kam auch noch mal einer, oder? Nee, hier kam keiner, aber hier kam wieder Goron. Genau. Und zwar gleich zwei Stück an der Zahl. Normalerweise müsste ich es schaffen, auszuziehen, eine Rolle zu machen. Und wieder anzuziehen.
Mann, die Gyron, die sind doch sowas von lasch. So. Aber ich sollte mich nicht zu früh freuen. Es kommt ja noch eine Aufgabe auf mich zu, die ich wahrscheinlich eh wieder am Anfang Vollgas verkacken werde. Oh Mann. So, Hallöchen. Und zack, lass mich bitte nach oben. Der ist halt voll mies. Gehe ich der nächste vor Nase hier. Toll. Das war, habe ich jetzt ja gerade echt ganz klasse gemacht. Das war jetzt echt elegant, wie ich da hoch bin. Aber brauchst gar nicht meinen. So, komm, aufs Schild. So. Ich werde wahrscheinlich gleich mit den Eisenstiefeln reingehen. Ich will aber noch einmal volle Herzen, bitte. So. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu weit reinlaufe. Und. Nein, nicht Lampe. Die Lampe weg. Ich weiß schon, warum ich die Lampe eigentlich nicht drin haben will. So, tue ich sie wieder raus. Genau, so will ich reingehen. Denn wenn ich jetzt ohne die Eisenstiefel reingehe. Ach nö. Und bis gesagt, hier, wenn die mich sehen, muss ich Eisenstiefel schon. Sollte ich Eisenstiefel anhaben, wäre am geschicktesten. Weil ich gleich hier, wie ihr sehen könnt, einen Ring habe. Schluss jetzt! Weil in dem Ring werde ich gleich mal mit dem Opa hier kämpfen. Dieser Kerl ist sowas von stark, gegen den habt ihr nicht mal alle zusammen eine Chance. Sehr freundlich. Ja, und wenn wir keine Eisenstiefel haben, dann können wir gleich vergessen gegen den. Wir sind nicht so schwer wie der. Ich bin einer der Ältesten der Goronen. Man nennt mich Don Corono. Corone. Zurzeit führe ich anstelle unseres Oberhauptes Krogor die Goronen an. Kommst du aus dem Dorf am Fuße des Feuerbergs? Dass du es bis hierher geschafft hast, eine beeindruckende Leistung für einen Menschen. Aber hier beginnt der für uns Volk heilige Ort. Wir können nicht zulassen, dass Fremde ihn entweihen. Ja, trotzdem will ich aber da rein. Wenn du unbedingt hier durch willst, musst du mich schon im Kampf besiegen. Willst du das wagen? Jawohl. Ja klar, ich hab die Mut, ich hab die Kraft und ich hab die Eisenstiefel an. Aber das wird trotzdem ein verdammt schwerer Kampf gegen den. Aber jetzt habe ich jetzt gleich die Eisenstiefel an. Normalerweise bin ich immer als erstes ohne die Eisenstiefel rein. Toll, war ja klar. Er ist ja Schlag wieder ausgewichen. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt gleich aufs erste Mal. Normal schon jetzt. Ja, ich hab's geschafft. Komisch. Normalerweise schaffe ich das auf Anfang auf Anhieb nie. Aber ist doch relativ gut gegangen, sogar. Finde ich. Finde ich toll. Alle Achtung, du bist gar nicht schlecht. Soll ich dir etwas verraten? Ja, dann mach doch. Du hast es sicher schon bemerkt, oder? Unser Balg spuckt unaufhörlich Feuer. Als es uns vier Ältesten zum ersten Mal auffiel, haben wir uns gleich mit unserem Oberhaupt Krogor die Sache angesehen. Wir mussten doch den kostbaren Schatz retten, den uns die Lichtgeister anvertraut haben. Krogor wollte ihn an sich nehmen, aber gleich nachdem er den Schatz berührt hatte, wurde er in eine widerliche, abnorme Gestalt verwandelt, Kreatur verwandelt. Dann fing er an, willkürlich herumzutoben. Er war völlig verwirrt und die Vulkanausbrüche wurden noch schlimmer als zuvor. Mit äußerster Kraftanstrengung haben wir ihn in den Innersten des Borges eingekehrt. Es ist beschämend, das zu sagen, aber mehr konnten wir einfach nicht tun. Bitte, du musst Krogor helfen. Sicher waren es die Lichtgeister, die dich hierher geführt haben. Ich, Don Corone, bitte dich in aller Demut, unserem Volk zu helfen. Ihr, lasst den Jungen passieren. Wunderbar, Eisenstiefel einmal wieder aus und hier rein. So, damit beginnt nun endlich der zweite Dungeon. Und zwar Mine der Goronen.
Finde ich richtig nice gemacht eigentlich auch hier. Ups, da bin ich aufs Mikro hingekommen. Aber ich finde es trotzdem richtig nice gemacht. Da hier die Wege runter, wie die Geronen hier runterrollen zum Beispiel. Sieht doch da den kleinen Weg hier, da sieht man ganz genau, wie die Geronen hier rüber gehen. Nur man sieht es halt hier nicht mehr. Aber ich gehe mal links rüber. Finde ich, glaube besser. Müssen wir jetzt links fahren? Ja, ist eigentlich egal, welchen Weg man wählt. Ja, rechts sind zwei Abschnitte, wo man hüpfen muss. Und hier sind halt nur einer. So, eine Holzwand. Die können wir gleich mal pauschal zerstören. Das hier auch. Was hier jetzt gleich passiert? Wir sind zu leicht. Weil wir kein Gorone sind. Also müssen wir wie ein Gorone denken. Und so schwer sein wie ein Gorone. Ja, meinen Schalter aktivieren und schnell rüber. Denn der geht wieder aus. Diesen Schalter aktiviere ich trotzdem auch noch. Und wie gesagt, muss ich ja aktivieren. Aber ich... Ups. Nicht ausziehen. Wieder anziehen. Aber ich glaube, ich... Ja genau, ich muss hier ja schnell genug sein, hier rüber zu kommen. So. Einmal bitte nach oben. Blödes Mischviech. Hör auf mich zu schießen. Hier drüben gab es, glaube ich, noch eine Kiste mit einem... Ne, hier drüben gab es gar nichts, oder? Doch, ich glaube, da unten gab es eine... Ach ne, hier gab es noch keine Kiste, das war nicht hier. Hab mich gerade vertan. Wow, das war knapp. Ein blödes Feuerviech. Ach, hier ist doch die Kiste. Mit den 20 Rubinen, wo ich gemeint habe. Sehr schön. Wie war das jetzt hier? Muss ich gerade noch selber überlegen. Hä? Ach nö, Mann, bin ich blöd. Ich bin wieder zurückgesprungen, stimmt. Toll, falscher Knopf. Ich bin auch noch falsch gesprungen, Mann. Ich bin doch so doof. Tu doch mal die scheiß Schleuder wieder weg. Ich brauch die doch hier nicht. Hau ab. Die blöden Frösche, Mann. Ich kann sie nicht leiden. Egal in welchem Zelda. Ich mag sie einfach nicht. Spucken so blöd Feuer. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich was verpasst habe. Genau hier. Da will ich rüber und dann muss ich doch nach links zuerst. Muss immer mich erstmal orientieren, wo ich hin will. So, bevor ich auf den Schalter draufstehe, erstmal Gegner töten. So. Der Rubin ist wohl auch in Lava rein. So, einmal bitte an. Zeigt uns, dass da hinten jetzt das Feuer ausgegangen ist. Und das heißt jetzt aber auch schnurstracks nach da hinten. Weil das dürfte normalerweise nicht lange gehen, bis das wieder. Aber das war klar. Ich glaube, das wird relativ eng. Ja, das war sehr eng, oder? Das war sehr eng. Mal wieder. Ist irgendwie immer eng bei mir. Hier. Muss ich darüber springen? Genau. Und dann mal wieder Eisenstiefel anziehen. Flunk. Damit geht unsere Türe auf. Endlich. Na gut, wieso endlich? Bin ja eigentlich schon von vornherein hier hingesprungen. Ihr blöden Mischviecher, euch will ich gar nicht anvisieren. Du sollst auch nicht gegen die Türe rennen, Link. So, mach die Tür auf. So. Ein riesengroßer Raum mit einem Kran, was das darstellen soll. Unten dran ein blaues Feld. Ja. Sehr gut. Ich will zuerst nach unten laufen. Ich muss nämlich noch was bis... Nicht hier hinrollen. Mann, der rollt doch echt gegen alles. Ja, hier wieder. Du magst das schon, Link, mich zum Laufen gerade, oder? Ach man, ihr blöden Goblins. Hau ab. Stirb. Immer noch der coolste Move. So, er mit dem Herz. Bitte mal rüber und die Kiste hier aufmachen. Damit haben wir noch einen kleinen Schlüssel. So. Sonst gibt es hier unten nichts mehr Besonderes. Also ein paar Fässer mit ein paar Rubinen drin. Aber ich brauche gar keine Rubine mehr momentan. Auch danach nicht mehr zum irgendwas kaufen oder so. Nee. Die Rubine kriege ich später anders zusammen. Da interessieren mich die Kleinen hier nicht. So, einmal bitte aufpassen beim Springen. Zweiten. Und weiter springen. Deswegen bin ich auch zuerst nach unten gelaufen, wegen dem Schlüssel, weil... Du stehst hier vor der verschlossenen Tür und musst einmal wieder umdrehen. Und das habe ich auf immer keine Lust. Normalerweise laufe ich immer falsch, aber ich konnte mich mal wieder richtig dran erinnern. Toll.
Also ihr merkt's auch, dass der irgendwas gegen mich hat heute, oder? Dass der immer da dagegen springt, so. Hallo, Blödsmischig. Stirb. Ich hab gesagt, stirb. Danke. Ich geh schon mir eh auf den Ofen. Drüben ist nochmal eins. Komm. Schnell rüber. Und hier noch schnell rüber. Stirb jetzt! Böde Echse. So, und damit einmal bitte nach da hinten. Stirb. Tu die Schleuder weg. Immer noch der falsche Knopf. So, greifen bitte einmal. Dafür müssen wir da Eisenstiefel anhaben, weil wir sonst irgendwie das hier nicht schaffen, das wegzuziehen. So. Ganz hin einmal. Muss jetzt kurz noch was gucken. Jetzt. Weil hier ist. Okay, das wird jetzt knapp, wenn das Feuer jetzt gerade immer hoch ist. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt auch noch. Ganz, 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 ganz. Verdammt, der war zu knapp gesprungen. Ja, wir liegen wieder bei der Türe. Ist natürlich auch wieder edel. Toll. Wir haben nur noch 3 Herzen. Ja. Dann sammle ich mal. Nein, ich will kein Rubin, ich will Herzen. Ja, genau. Immer wenn ich Herzen hier brauche, dann gibt es keine mehr. Doch, eins. Eins. So. Noch einmal rüber. Und. No. Mann! Link, was machst du? Das gibt's doch nicht. Hier springt immer da rein. Das finde ich gar nicht nett von ihm. Ah. So. Dann machen wir das halt jetzt anders. Jetzt sammle ich noch die Herzen. Noch gucken, ob hier Herzen rauskommen. Nee, Rubin, kein Herz. Wieder leere Kisten. Das sagt leere Fässer. Genau, gib ein Herz her. So. Noch einmal der Versuch. Diesmal noch kurz warten, dann rüberspringen, dann hier, warten, rüberspringen, noch kurz angucken, komme ich hier rüber eigentlich? Nö. Bevor wir das nämlich nochmal testen. So, geh bitte weg, danke Feuer. So, ah, ein Herz, ist das nett, hey, war das nicht auch ein Herz? Na toll, war doch kein Herz, halt, da drüben waren noch Kisten. So, damit wir wieder voll sind. Greifen. Stiefel anziehen. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, was ich hier gerade mache, aber irgendwie will die Kamera nicht so bleiben, wie ich will. Das heißt, jetzt. Das war wieder zu knapp. Jetzt komm, geh weg, Feuer. Ich muss da rüber so schnell wie möglich. Na, toll. Dreimal in die Lava. Oh, Mann, Mann, Mann. Link, du machst mich fertig heute. Ja, egal, wir haben... Das ist mal wieder das Ende vom Part von der Zeit her. Ich habe ihn sogar ein bisschen überzogen, weil ich wollte eigentlich noch hinter die Türe, aber habe es ja leider nicht geschafft. Aus dem Grund würde ich sagen, ich beende damit hier diesen Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Also... Chosen.